Herzlich willkommen hier wieder zu der HomeHive Tutorial Playliste. Diesmal genau am 24. Frohe Weihnachten euch allen. Wir haben hier unser hübsches Firmenbienenvolk. Ihr seht, die Temperaturen sind heute eigentlich so, dass die Tierchen diese ja, kleineren Flüge unternehmen, um abzukoten. So ein Sammelflug ist das nicht, so ein Reinigungsflüge. Die Windel habe ich hier jetzt mal 7 Tage drin gelassen und bevor ich jetzt hier Minuten brauche, euch das auszuzählen, habe ich die Milben hier bereits gezählt. Wir haben in 7 Tagen hier 11 Milben drauf gehabt. Das ist wirklich ein sehr guter Schnitt. Bedeutet aber, wir haben hier noch tatsächlich Restvaror drin und jetzt kann man sich halt überlegen, was besser ist mit den Milben überwintern. Oder man nimmt jetzt nochmal die Restmilben raus und bekannterweise ist ja, selbst wenn wir mit der Oxalsäure drüber gehen, haben wir immer noch prozentual Milben drin, die auch das überleben, die uns im Frühling wieder Probleme bereiten. Also wenn ich jetzt wirklich bei 1, 2 Milben in dieser Zeitspanne gewesen wäre, hätte ich jetzt gesagt, nee, komm, lass die Bienen so laufen, wie sie sind. Die holen wir im Frühling, die Varroa mit den ersten Drohnenwaben raus. Jetzt bei dem Fall, würde ich sagen, so eine leichte, kleinere Oxalsäurebehandlung wäre da gerechtfertigt. So, wir haben jetzt hier nur ein Ding. Wir haben eigentlich hier tatsächlich vor 3 Wochen unseren Frost gehabt. Ne, ihr könnt euch erinnern, damals vor, ich glaube, 4 Wochen war das, habe ich ja diesen kleinen Kontrollblick gemacht. Da waren die noch in Brut drin und die Brut sah auslaufend aus beim letzten Blick. Ne, weil wir haben ja keine Larven, keine Eier mehr gesehen, nur verschlossene Brutkappen. So, jetzt haben wir aber die Windel hier eine ganze Zeit drin gehabt, also die letzten 7 Tage. Und diese brauneren Stellen hier, das da hier, ne? Das deutet eigentlich darauf hin, dass da immer noch Brut drin ist. Und wie ich ja schon, glaube ich, in anderen Videos mal sagte, ja, bei den Bienen ist es schon so, ne? Also wenn ihr im Spätjahr einen Frost bekommt und stellt dann euren Kalender 3 Wochen später für eure Oxalsäurebehandlung, sind sie im Regelfall brutfrei. Aber das gilt halt auch jetzt nicht immer für jeden Fall. Die Bienen machen nämlich ganz oft Sachen, die nicht in den Büchern stehen. Und deswegen möchte ich euch hier jetzt einfach zeigen, wie man einen ganz kleinen Kontrollblick machen kann, um sich auch wirklich sicher zu sein, dass die Tiere brutfrei sind. So, für den Fall, dass jetzt die Tiere wirklich brutfrei auch sind, wo ich jetzt mal schwer von ausgehe, weil ich gehe davon aus, dass die Brutkappen, die wir hier gesehen haben, von den letzten Tagen nochmal rausgefallen sind, weil wir haben hier wirklich schon Minusgrade gehabt. Jetzt ist halt wieder etwas wärmer, wir haben hier gerade 5 Grad. Ich weiß, man sollte die Oxalsäure besser behandeln, wenn es kälter ist. Ich habe aber keine Wahl, weil ich habe noch ein paar andere Bienenstände zu tun und dann kommt noch dazu, dass wir hier die letzten Tage nur noch Regen hatten und auch hier kommt es wieder die nächste Regenwolke gleich an. Wenn ich heute nicht behandle mit meinen ganzen Bienen, dann habe ich tatsächlich Bedenken, dass ich das bis zum 1. gar nicht mehr schaffe, wegen einfach der Wetterlage, die ein bisschen abgefahren hier bei uns in Baden-Württemberg ist. Wer weiß, ob wieder die Bienen zu Neujahr wieder Pollen reinbringen. Das wäre nicht das erste Jahr. Ich habe jetzt hier schon mal 35 Liter von der 3,5%igen Oxalsäure-Dihydratlösung aufgezogen. Die halte ich übrigens hier immer in so einem säureresistenten Plastikgefäß warm. Ja, also wichtig ist, dass ihr das so schon ein bisschen lauwarm den Bienen drauf träufelt. Und jetzt kommt unser kleiner Kontrollblick. Wir wollen die Bienen jetzt nicht gerade stören, deswegen machen wir das bitte ganz, ganz vorsichtig. So, und dann gucken wir doch erstmal hier uns eine einzige Wabe an. Und hier das Herzstück, das zeigt uns schon an, ob wir hier überhaupt jetzt Brut haben oder nicht. Ich hoffe nicht. Wenn ihr sowas macht mit euren Bienen, macht ihr euch bitte überhaupt keine Sorgen. Also ein Bienenvolk kompensiert sowas ohne Probleme. Ihr könnt da den Bienen nicht wehtun. Da unten sehe ich sogar die Königin langlaufen und hier ist alles brutfrei. Andere Seite mit Sicherheit auch. Ja. So, machen wir hier gleich wieder zu. Wenn ihr Bienen haltet, nicht aus beruflichen Gründen, sondern aus Hobby, und ihr könnt es euren Tieren gönnen, dann macht ihr bitte erst so einen kleinen Kontrollblick, wenn ihr euch nicht hundertprozentig sicher seid, dass sie brutfrei sind. Und dann bitte am nächsten Tag eure Oxalsäurebehandlung, weil mit jedem Blick habt ihr ja das Bienenvolk ein bisschen
aufgewühlt. Des Weiteren, und das zeige ich jetzt hier mal nur kurz, weil ich gehe davon aus, dass die Bienen so ihre Leichen bereits durch die Wetterlage selbst rausgeholt haben. Aber das wollte ich hier kurz zeigen, weil das sind ja auch die Arbeiten, wo ich dann jetzt mache, die nächsten Monate im Winter immer mal wieder hier die Klappe öffnen. Und dann liegen da unten manchmal ziemlich viele Leichen oder auch weniger. Kommt ein bisschen drauf an, wie das Volk überwintert. Und die sollten rausgeholt werden. Aber jetzt in dem Fall verpassen wir den Eingriff, weil hier gibt es ja keine Leichen zum Fegen. Schönes, schönes Bienenvolk mit wirklich einer ganz geringen Milbenbelastung. Bedeutet für uns, wir machen hier jetzt nur die Oxalsäurebehandlung. Und dann schauen wir uns das nochmal an, wie viele Milben da rausgekommen sind. Also in den nächsten Wochen über die Windel zeige ich euch das dann. Ich habe für die Oxalsäurebehandlung hier so eine, ihr seht, das ist so ein Spritzenaufkopf, eine Flachdüse. Also die hat keine Nadel vorne, die ist rund. Verletzen könnt ihr euch damit nicht. Und die gibt es bei jedem Zahnarzt. Also wenn ihr beim nächsten Zahnarztbesuch seid, dann könnt ihr euch diese Spritzen vielleicht da ausleihen bzw. mitgeben lassen. Die haben die perfekte Größe, um hier einen guten Strahl zu erzeugen. Und wichtig ist ja bei unserer Oxalsäurebehandlung, dass wir hier nicht dicke Tropfen auf unsere Bienen drauf träufeln, sondern das in einem ganz feinen Strahl machen. Der Zucker in der Säure, der ist dafür da, dass es verteilt wird im Bienenvolk. Das ist nur ein Vernetzer. Und wer denkt, dass die Bienen das Zeug essen, tun sie nicht. Es hat zwar manchmal einen Anschein, dass sie es aufsaugen und irgendwie konsumieren. Und das denken auch viele Menschen, dass das von innen raus wirkt. Nein, die Oxalsäure ist wirklich ein reines Kontaktgift. Man hat im Labor versucht, das auch getestet in Zelle. Die Bienen, die würden lieber verhungern, wie das Zeug zu fressen. Auch wenn sie es kurzzeitig aufsaugen, sie kotzen es wieder aus. So, ich hoffe, mein Kamerawinkel ist soweit stimmig. So, das Bienenvolk sitzt hier übrigens oben und unten. Das heißt, hier unten werde ich jetzt nicht weiter die Oxalsäure einsetzen. Das war's erstmal. Und ich habe mir ein bisschen aus einer Spritze gelassen für den oberen Block zur Behandlung. Hier können wir jetzt wieder zumachen. Das ist was für ein schönes Volk, kann ich nur sagen. Also wunderbar. Besser kann es nicht sein hier. So, und wenn wir jetzt von oben gucken, können wir übrigens auch gleichzeitig schauen, wie es denn mit dem Futterbedarf aussieht. Wobei, ich habe es ja schon durch das Abheben der Kiste gemerkt, dass da wirklich richtig viel Futter noch drin ist. Und wenn man von oben guckt, seht ihr diese verdeckelten Zellkappen. Solange das hier verdeckelt ist, braucht ihr euch um die Bienen und um Futter keine Gedanken machen. Also ich hoffe, ich komme mit 35 Liter hier hin, weil das Volk ist schon, ja, ziemlich groß. Ne, schaut nicht so aus. Also hier sollte ich nochmal ein bisschen aufziehen. Dann sind wir hier bei 38 bis 40 Milliliter. Das ist aber auch okay. Weil klar, die Bienen verteilen das überall, aber es wäre schon gut, wenn ihr, also wenn ihr so ein Volk behandelt, dass ihr da wirklich irgendwie die alle erwischt mit dem Strahl. Also der Milbenfall bei der Oxalsäurebehandlung, der hält jetzt hier definitiv für die nächsten 3 Wochen an. Also nicht wundern, wenn ihr das macht und ihr habt dann ganz viele Milben auf eurer Platte. Und bitte bloß nicht, nur weil ihr dann die ganzen Milben seht, dann nochmal behandeln. Die Oxalsäure ist so ziemlich das stärkste Gift, was wir für die Bienen, also gegen die Milben haben. Und der einzigste Grund, dass die Biene das so gut überlebt, ist nicht, weil das nicht so giftig ist, sondern weil
die Körpergröße von der Biene halt der, also dem Körpergewicht der Milbe weit, weit, weit überlegen ist. Und deswegen gilt halt der Paracelsus-Effekt, dass eben ein Gift auf ein kleineres Lebewesen mehr Wirkung zeigt wie auf ein größeres Lebewesen mit einer höheren Körpermasse. Die Oxalsäure, wenn man die zweimal hintereinander einsetzt, dann hat das Volk wirklich, wirklich gelitten. Kann auch bis zum Tod dann führen, deswegen nur ein einziges Mal einsetzen. Und dann muss das aber, also der Griff muss halt sitzen. Ne? So, hier schreiben wir jetzt rein im Dezember die OX-Behandlung. Und hier können wir überall Pluspunkte austeilen. Sanftmut war ja wunderbar, Gesundheit war toll, Verhalten war toll. Honigertrag, also sprich, was jetzt im Winter noch drin haben und wie sie es konsumiert haben, ist auch wirklich gut hier. So, hier gibt es nichts weiter zu tun. Wir machen die lieben Bienen jetzt hier zu und ab jetzt gehe ich ja nur noch in meine Winterkontrollblicke rein. Das heißt, wir sehen es hier jetzt alle 6 bis 8 Wochen und da mache ich lediglich bei den Bienenvölkern nur da hinten die Klappe auf, gucke mir das ganze Ding vom Querschnitt an und wenn da nichts zu tun ist, wenn sie alle gut drin sitzen, mache ich wieder zu, das war's. Und wenn sie einen starken Leichenfall haben, wird rausgefegt. Wenn irgendeine Anomalie innen drin auftaucht, was man ja sofort durch die Hinterklappe auch sehen kann, dann müsste man als Imker agieren. Also Beispiel, wenn ich jetzt im Winter, hier im Januar aufmache und ich habe da nur so eine ganz kleine Bienenmasse drin, dann muss ich halt mir irgendwie das nächste Volk suchen, wo auch nicht so stabil dran steht. Und dann könnt ihr aus 2 Völkern 1 machen. Muss aber auch sagen, das ganze Thema Vereinigung ist besser, wenn ihr das schafft bis zum Ende des Jahres. Und ab dem Jahreswechsel sollte eigentlich die Vereinigung schon alles abgeschlossen sein. Das heißt, wir wollen ja mit starken, gesunden Völkern in den Winter reinkommen. Trotzdem, ne, ich habe es über meine vielen Jahre als Imker echt auch erlebt. Es gibt halt auch irgendwie mal so, ja, Schäden von anderen Tieren. Also im Norden ist es der Waschbär, wo ganz gerne mal plündert. Und bei uns hier in Karlsruhe, bin ich so ein bisschen auf Kriegsfuß mit den Spechten. Also ich habe schon oft erlebt, dass mir der Specht in manchen Gegenden so richtig große Löcher klopft. Und das kann halt auch ein wirklich gesundes Bienenvolk dann schädigen. Da muss der Imker hinterherrennen und wenn eben Tiere einen Schaden verursachen, dann kann man ja auch wieder mit der Bienenmasse arbeiten, wenn sie noch nicht weg ist. Und dann zum Beispiel auch solche Probleme als Imker mit ein paar Handgriffen wieder, ja, lösen. So, ich denke, für heute war's das. Ich wünsche euch eine ganz schöne Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Video. Wiedersehen. Ciao.